Hallo und herzlich willkommen zu Zwonk. Ich bin Isa und heute gibt es wieder eine Rezension von mir, und zwar zu Der große Zoo von China von Matthew Riley. Das Buch ist im Festa Verlag erschienen. Das hier ist ein Rezensionsexemplar. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Die Ausgabe, die ihr hier seht, ist ein Taschenbuch, das aber auch wieder besonders beschichtet ist, wie eigentlich immer beim Festa Verlag. Und das kostet 13,99 Euro. Es gibt es aber noch als E-Book. Das kostet dann 4,99 Euro. Und schauen wir uns zunächst hier die gedruckte Ausgabe an. Also ich finde das Cover ziemlich gelungen. In diesem Buch geht es nämlich um Drachen. Von daher passt das schon mal sehr, sehr gut, ohne irre viel vorwegzunehmen. Und wie immer mag ich die Ausgabe sehr gern, denn durch diese Beschichtung sind die Ausgaben auch ein bisschen robuster als normale Taschenbücher. Also ich habe dieses Buch mehrmals mit mir rumgeschleppt. Also ich habe es, glaube ich, innerhalb von anderthalb Wochen oder so gelesen und hatte es wirklich jeden Tag unterwegs dabei, und es sieht einfach noch top aus und es liest sich auch einfach nicht rund. Also wieder eine richtig schöne Ausgabe, die viel mitmacht. Das hat mich sehr gefreut, aber kommen wir jetzt zum Inhalt. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es um den großen Zoo von China, und das ist kein ganz gewöhnlicher Zoo. In diesem Buch geht es auch darum, dass China die USA ein wenig vom kulturellen Thron stoßen möchte, und dazu brauchen sie eben ein Alleinstellungsmerkmal, und das soll eben der Zoo von China mit seinen Drachen sein. Und unsere Protagonistin CJ ist Reptilienforscherin aus den USA. Sie wird auf eine Pressereise zum großen Zoo geschickt, der eben vor Eröffnung mehrere wichtige Leute eingeladen hat und eben auch die Presse, und sie soll darüber berichten, und wir begleiten sie, wie sie dort anreist, herumgeführt wird und nach in Erfahrung bringt, was die Hintergründe des Ganzen sind. Das klingt natürlich sehr nach Jurassic Park, und dieses Buch ist auch ganz klar daran angelehnt. Das Schöne ist aber, dass der Autor jetzt nicht behauptet, das Rad neu erfunden zu haben, sondern wir befinden uns in einer Welt, in der es auch Jurassic Park gibt, und das hat eben auch einen kleinen Platz im Buch, was ich sehr schön finde. Und alles in allem ist das Buch einfach ein riesiger Action-Blockbuster, denn wie sollte es natürlich anders kommen? Die Sache muss irgendwie schief gehen, und mehr möchte ich, glaube ich, zum Inhalt gar nicht sagen, denn es ist einfach ein actiongeladenes Buch. Es ist wie ein Hollywood-Streifen in gedruckter Form, und das ist eben auch alles, was dieses Buch sein möchte. Euch erwartet hier jetzt nicht schrecklich tiefgründige Literatur, aber euch erwarten Spannung, Nervenkitzel und ein ziemlich interessanter Plot, der aber auch nicht zu stumpf ist, denn das Ganze ist wissenschaftlich auch sehr schön untermalt. Es ist natürlich die Frage, wie kann es plötzlich sein, dass China Drachen hat. Es wird dem Drachenmythos so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Es geht aber auch um die Spezies, und da haben wir eben auch noch eine ziemlich große biologische Komponente, und dort kommt dann eben auch insbesondere unsere Protagonistin ins Spiel. Sie hat dann also eine ganz spezielle Sicht auf die ganze Sache. Wir haben es mit wenigen Charakteren zu tun, und ähnlich wie bei Jurassic Park ist es natürlich auch so, dass die Katastrophe die Leute an verschiedenen Stellen erwischt und die sich dann eben auch aufteilen müssen und den Park dann quasi auf eine ganz eigene Art und Weise erkunden können, weil eben diverse Notfallmaßnahmen nicht mehr greifen. Und ja, im Endeffekt geht es in diesem Buch um den Kampf ums Überleben, um die Geschichte der Drachen, darum, wie sich die Drachen in Gefangenschaft verhalten. Und dazu sei auch noch gesagt, dass die Drachen in diesem Buch wahnsinnig intelligent sind und manche davon dann eben auch besonders bösartig. An dieser Stelle werden dann auch wieder Parallelen zum Wesen von Krokodilen und Alligatoren gezogen. Und das war eigentlich ziemlich spannend zu lesen, denn ich kenne mich in diesen Bereichen überhaupt nicht aus. Das sind natürlich immer Sachen, die ich dann eben glauben muss, wenn ich sie lese. Ich kann die jetzt nicht sonderlich kritisch hinterfragen, aber es hat alles schon sehr glaubhaft gewirkt, zumindest was die Geschichte dahinter anbelangt. Denn natürlich ist alles ein bisschen überzeichnet. Auch unsere Charaktere haben jetzt keinen schrecklichen Tiefgang, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich jetzt nicht schrecklich viele Stellen in dem Buch überrascht haben. Aber die Action ist einfach wahnsinnig gut gemacht, sehr gut verpackt, aber sie hat eben natürlich auch den Nachteil, dass vieles, was dort
Mob passiert, ein bisschen übertrieben ist. Und auch unsere Protagonistin ist ein bisschen übertrieben, was ihre Fähigkeiten anbelangt. Also auf der einen Seite ist sie die brillante Wissenschaftlerin, auf der anderen Seite kann diese Frau einfach alles und ist eine Überlebenskünstlerin. Und das führt dann eben dazu, dass es dann in der Summe natürlich nicht ganz glaubhaft ist, was da passiert und was diese Frau dort alles vollbringen kann. Ich hätte mir an manchen Stellen ein bisschen gewünscht, dass sie ein wenig weniger heroisch daherkommt. Nichtsdestotrotz fand ich einfach, dass es ein gelungenes Action-Spektakel ist, wenn man nicht zu viel erwartet. Es gibt eben diese Phasen, die ich auch oft habe, in der ich eben keine hochklassige, schwierige Literatur lesen möchte, sondern mich einfach nur berieseln lassen möchte, eine Geschichte erfahren möchte und einfach gut unterhalten werden möchte. Und genau das hat mir dieses Buch gegeben. Von daher kann ich mich da jetzt nicht unheimlich beschweren. Außerdem fand ich sehr gut, dass das Grundsetting weitestgehend sehr logisch aufgebaut ist, was die Personen dann tun. Ja gut, das sei dahingestellt. Aber die Grundvoraussetzungen haben für mich schon mal ganz gut gestimmt. Ich bin aber auch ein riesiger Fan von Jurassic Park, von daher ist das vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber wenn ihr eben auf solche Filme und Geschichten steht, könnte Der große Zoo von China definitiv etwas für euch sein. Und was ich auch noch sehr schön fand, ist die Tatsache, dass wir hier auch ziemlich viele Schaubilder bekommen. Das sind teilweise irgendwelche Grafiken, die angezeigt werden oder Anzeigen auf irgendwelchen Geräten. Ich möchte auch da nicht zu viel verraten, aber auch das fand ich immer ganz nett, um das Ganze noch mal ein bisschen untermalt zu haben. Und alles in allem kann ich nur sagen, dass es ein Buch ist, das auf Unterhaltung aus ist, das actionreich ist, bei dem man fast nicht zu Atem kommt, weil sich wirklich eine Action-Szene an die nächste reiht. Das muss man mögen, aber wenn man es mag, dann ist Der große Zoo von China definitiv keine schlechte Idee. Ihr habt jetzt natürlich schon mitbekommen, ich fand es nicht ganz perfekt. Nichtsdestotrotz fand ich es gut. Es war einfach gute Unterhaltung und wenn ihr auf so etwas aus seid, kann ich euch Den großen Zoo von China nur empfehlen. Also es ist eben typisch Matthew Reilly, das ist eben ein Autor, der doch auf sehr bildgewaltige Geschichten setzt, die oft eher wirken, als wären sie für die Leinwand konzipiert. Aber ich finde auch das zwischendurch immer sehr entspannend und es ist eine schöne Abwechslung. Und von mir gab es 4 von 5 Sternen. Ja, ich glaube, damit bin ich jetzt auch schon durch. Ich hoffe, meine Rezension hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar mit Feedback. Oder falls ihr das Buch vielleicht sogar schon gelesen habt, schreibt mir auch das sehr gerne in die Kommentare. Da freue ich mich immer sehr über den Austausch mit euch. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!